Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir bzw. von uns. Hey. Wir sind gerade auf dem Weg in die Skihalle Bottrop, also Alpine Center Bottrop heißt das, glaube ich. Ja, wir sind sehr aufgeregt. Ich dachte, ich vlogge das Ganze jetzt mal. Wir haben jetzt so gegen 14 Uhr bzw. ja irgendwie 14.10 Uhr kommen wir an und ab 14 Uhr ist Einlass. Und wir haben mitten im September, es ist gerade 25 Grad draußen und wir haben uns gedacht, wir gehen einfach mal Skifahren, weil wir hatten da richtig Lust drauf. Weil wir haben uns in der Zwischenzeit jetzt, also die letzten Tage, mal so ein paar Skiurlaube angeguckt, beziehungsweise so Hotels und so. Und haben überlegt, ob wir nicht nächstes Jahr irgendwann in den Skiurlaub fahren sollen. Und ich bin seit 4 Jahren, glaube ich, nicht mehr im Skiurlaub gewesen. Das letzte Mal war ich, glaube ich, mit der Schule. Auf jeden Fall ist es schon ein bisschen länger her. Ich fahre aber, seitdem ich ganz klein bin, Snowboard. Und die letzten 2, 3 Jahre, wo wir im Skiurlaub waren, habe ich auch Ski gelernt. Also eigentlich sollte es bei mir jetzt kein Problem sein in der Skihalle. Ich bin aber trotzdem sehr, sehr, sehr gespannt, ob ich noch vernünftig fahren kann und so. Aber ich glaube, Snowboard ist gar kein Problem. Und Fjordtrek ist seit 2009? Ja, ich glaube so. 2009 gar kein Ski mehr gefahren. Jetzt auf jeden Fall mal. Und wir haben eigentlich gesagt, ja, wir wollen jetzt einmal in die Skihalle, um zu gucken, ob Fjordtrek, also vor allem halt Fjordtrek, noch vernünftig fahren kann. Weil wir wollten nicht so lange, wenn dann in den Skiurlaub, also so für 4, 5 Tage. Und wenn er dann 3 Tage davon nur Skifahren lernt, ist das natürlich alles ein bisschen doof. Und deswegen haben wir gesagt, fahren wir jetzt mal in die Skihalle. Ich habe richtig Lust und unsere ganzen Sachen sind hinten drin. Ich habe eigentlich auch ein Snowboard, aber weil ich ja jetzt so lange nicht gefahren bin, also ich habe eigentlich meine komplette Ausrüstung, auch Skier und so, aber weil ich so lange nicht gefahren bin, passt mir mein Snowboard nicht mehr, beziehungsweise ist mir einfach zu klein. Es war mir schon die letzten 2, 3 Jahre immer zu klein. Deswegen werden wir uns da jetzt einfach Sachen ausleihen. Und ich bin sehr, 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 sehr aufgeregt. Wie lange brauchen wir noch? Ich ich glaube, fast 20 Minuten brauchen wir noch, ja, oder? Ja, es ist sehr stauig, ja. Oh, okay. Wir haben Stau. Wir melden uns, wenn wir angekommen sind und ich hoffe, das wird lustig. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ja, ich auch. Sind wir hier richtig? Ich weiß es nicht. Oh, das ist eine Sommerrodelbahn. Ach, geil. Kann man das jetzt noch machen? Geil. Ich glaube. Geil. Ich glaube schon. Oh, da ist die, das ist die, oh, Sekunde. Da müsste die Piste sein, glaube ich. Ey, Pamphlets sind auf. Also. Ah, der frei. Vielleicht ist kostenlos. Wir sind angekommen. Ja. Übrigens haben wir irgendwie nicht hier so einen Partnerlook vereinbart oder so. Oh. Aber Leute, Hilfe. Ich bin echt gespannt. Naja, auf jeden Fall. Ich habe hier schon mein Ski unter Dingsterbums an. Ich lasse einfach immer nur dieses an. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, es funktioniert alles so, wie wir uns das vorgestellt haben. Hallo, Rebo. Hallo. Wir sind jetzt da, wir sind jetzt drin und jetzt gehen wir fahren. Ich hab richtig Bock. Ich bin so aufgeregt, Leute. Das glaubt ihr mir gar nicht. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. So Leute, die bunte Jill macht sich fertig. Danke. Sehr bunte Socken. Fancy. Und? War gut. Okay Leute, das sind Fjordtrek Skier. Ich habe meine Schuhe schon an, das ist das Board. Yes. Ich hätte zumindest meine eigenen Boots mitnehmen können, aber darüber habe ich irgendwie nicht nachgedacht, weil mein Board mir halt wie gesagt zu klein ist. Und dann dachte ich, nehme ich mir hier direkt Boots. Das ist jetzt ein bisschen, aber egal. Passt alles, läuft alles. Fjordtrek zieht sich den letzten Schuh an, also den zweiten. Ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt, ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Okay Leute, ich hoffe, man hört mich. Wir sind fertig. Ich bin auch fertig und sorry fürs Wackeln, aber ich halte das gerade in Hand. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt zur Piste runterfahren. Let's go! Ich bin sehr aufgeregt, ich bin sehr aufgeregt. Also wenn ich danach 2 gebrochene Beine habe, was gut möglich ist, werdet ihr auf jeden Fall schnell möglich erfahren. Also es ist schon richtig leer. Also ich finde es auf jeden Fall richtig leer. Ich frage mich, wo der Berg ist, der ist auf jeden Fall da hinten. Ja, da ist auch so, ich glaube da, hier war früher, also ich war hier vor ganz vielen Jahren, mal, da war früher hier so eine
so ein Seil, das man da leeren konnte, aber jetzt ist es irgendwie nicht mehr. Und ich will nicht direkt mit Piotrek da hinten hingehen, deswegen glaube ich, laufen wir erstmal da hoch und dann üben wir da. Okay, also ich bin so eingemummt, meine Maske ist da unten. Ich glaube, wir dürfen hier ohne Maske, ne? Ja, ja. Okay, mach mal deine Jacke hoch, richtig? Sonst ist dir gleich kalt. So Leute, meine first steps since 10 years. Er hat übrigens meinen alten Skihelm auf, also von daher nicht wundern bitte, wir haben alles zusammengewürfelt. Ja, ich muss noch einkaufen gehen, aber erstmal. Ja, wir gucken erstmal, ob es klappt. Wenn es klappt, kaufst du dir die ganzen Sachen selber, ja, aber dann. Das sind meine first steps. Alles gut. Du kannst hier hoch, du musst aber, wir müssen eigentlich da hochlaufen, Bebo. Bebo. Wo? Ja, wir müssen da hochlaufen. Ja, aber da ist doch ein bisschen weg hier. Hast du. Ja, okay, komm mal. I'm gonna film it. Okay. Ja, danke. Auf dem Holz. Herzlichen Glückwunsch. Und Bebo, wie klappt? Ja, herzlichen Glückwunsch. Das Problem ist, Leute, hier kann ich dem Piotrek nicht viel helfen. Ich muss jetzt zu Fuß gehen, weil wenn ich mit einem Board fahre, dann kann ich hier natürlich nicht hin. Also weil hier ist halt alles flach und ich brauche ein bisschen Neigung, damit ich mit dem Board vorankomme. Und Bebo? Wie läuft? Komm, wir gehen mal ein bisschen da hoch. Ich gehe schon mal da hoch und übe selber mal. So, Julie ist kaputt. Nein, ich warte auf dich. Nein. Natürlich. Julie ist kaputt, Leute. Ich kann nicht mehr. Wir gehen jetzt was essen. Nein, wir machen jetzt weiter. Du musst noch nicht einmal die Piste runtergefahren. Ja. Nein. Ja. Komm. So, Piotrek zieht seine Handschuhe wieder an. Ich sitze hier. Kurz Rollenwechsel and let's go. Das ist auch entspannt, hier rumzuliegen und dich zu filmen. Wie, du hast keine Lust mehr? Ich dachte, wir wollten in den Skiurlaub. Nein. Bebo. Nee, komm jetzt. Nein, jetzt fahr. Let's go. Fahr jetzt. Bebo, fahr doch erstmal zur Seite. So links, links, nicht Schuss, nicht, nein, das sieht nicht gut aus. Bebo, nicht Schuss. Wie geht's dir? Ich bin gleich schlechter. Alles gut. Ja, also auf jeden Fall nicht so schlecht jetzt, mittlerweile. Man sieht jetzt hier auf jeden Fall nicht so viel, aber Piotrek ist gerade diese, warte, wo ist er da? Piotrek ist gerade diese grundsätzlich, ja, diese normale Piste, die hier war, die ist ja gerade gut runtergekommen. Also er hat sich einmal hingelegt, aber wirklich nur, weil er keine Kraft mehr hat, das hat man gesehen, er ist nur einfach nur so plopp bei der Kurve. Also nicht mit Speed oder so, also alles super. Ich bin auch richtig, richtig gut reingekommen, also ich habe gar keine Probleme. Natürlich, habe ich nicht diese richtige Kraft und diesen richtigen Stand im Board, wie ich sonst hatte, aber ich habe jetzt auch ein Board ausgeliehen und eigentlich fahre ich mit meinem Board schon seit Jahren mit dem gleichen, deswegen ist es wie an meinen Körper gewachsen. Aber Piotrek fährt auf jeden Fall gut dafür, dass er heute das erste Mal wieder fährt nach so vielen Jahren. Und ja, wir gehen jetzt erstmal was essen, weil wir haben richtig, richtig Hunger und dann werden wir gleich nochmal diese Piste hier fahren und dann filme ich ihn auch mal, wie er fährt.
Nur jetzt wollten wir erstmal gucken, ob wir überhaupt die Piste runterkommen. Ich bin so kaputt, Leute. Wenn ich überlege, Skiurlaub sonst. Jedes Jahr Skiurlaub und immer so eine Woche jeden Tag Skifahren. Oh mein Gott, und wir sind jetzt hier gerade seit 2 Stunden oder so. Und wir sind schon richtig fertig, aber alles super. Leute, schaut mal bitte, wie lecker die Muffins aussehen. Oh mein Gott, geil. Und hier war noch mehr, oder? Hier ist noch mehr Nachtisch. Mmh, I love it. Ein wenig. Da ist das Essen von Jill. Und da kommt sie mit den Getränken. Yeah. So, wir werden jetzt essen und dann ein bisschen entspannen und dann gehen wir weiterfahren noch eine Runde, ne? Ja. Noch genüsslich am Essen, aber ich habe schon mal einen Nachtisch geholt und zwar für den Piotrek hier ein Erdbeer, was ist das? Erdbeer-Vanille-Langnese-Eis, so kleine mit einem Löffel, bitte. Und ich möchte, was? Ich habe es nicht verstanden. Und ich möchte die beiden Sachen hier probieren. Einmal den Schokopudding, ich weiß nicht, ob der so schmecken wird. Und einen Muffin, den teilen wir uns, hoffe ich. Und ja, schmeckt's? Hier ist Käsekuchen einfach drin, guck mal, sehr cool. Geil, das ist wie bei meiner Mama, der eine Käsekuchen mit Schwarz. Das schmeckt echt gut, das schmeckt richtig gut. Gestern noch so einen gesunden Vlog abgedreht. Egal, heute werden die Kalorien auf der Piste verbracht. Ja. Verbracht. Cheers, Brother. Cheers, Brother. So, ich hoffe, man hört mich. Da hinten ist Piotrek. Ey, Piotrek, ich glaube, man hört hier gar nichts. Naja, auf jeden Fall waren wir ja gerade was essen. Jetzt sind wir hier schon zweimal die Piste runtergefahren. Ich habe den Piotrek hier mit der GoPro gefilmt. Die nimmt auch gerade auf. Und Piotrek hat mich auch ein bisschen gefilmt. Und jetzt versuche ich den Piotrek nochmal vernünftig zu filmen, weil ich weiß nicht, ob ich den richtig drauf hatte. Auf jeden Fall waren wir jetzt schon die Piste fahren. Das war sehr schön. Also Piotrek kommt auf jeden Fall immer besser runter. Und jetzt sind wir hier gerade wieder oben. Das Essen war übrigens auch sehr lecker. Jetzt fahren wir noch ein bisschen, weil wir haben schon 17 Uhr, also die Zeit verfliegt wirklich mega schnell, weil wir die ganze Zeit hier von diesem Band, also dieses Band auf jeden Fall, dauert voll lange, von da unten bis oben zu fahren. Und ja, jetzt geht's weiter. Ich blende euch auf jeden Fall jetzt hier nach die ganzen GoPro-Aufnahmen ein und ich werde jetzt den Piotrek filmen und falls das gelingt, blende ich euch das natürlich auch ein. Und wir sehen uns einfach, wenn wir uns sehen, vielleicht am Ende, vielleicht gleich, I don't know, da ist gerade einer richtig mit dem Snowboard geflogen. Eieiei. Sagen, es geht weiter. Da ist der Piotrek. Natürlich noch nicht angeschnallt an seinen Skiern. Leute, wir sind fertig. Are you ready? Ich bin so fertig, yes. Ich bin so tot. Wir geben jetzt auf jeden Fall unsere Skisachen ab. Ich glaube, ich muss jetzt meine Maske aufziehen und wir gehen das ganze Zeug jetzt ab. Und ja. Erstmal das ganze Zeugs ausziehen. Hier ist schon unser ganzes Zeugs. Boah, wir sind so tot. Und wo geht's? Ich kann nicht mehr, Leute. Okay, Leute. Boah, ich sehe so schlimm aus, ne? Der Socke auch aus. Ich muss jetzt auch meine. Das Licht ist hier wirklich komisch, ne? Also. Ich muss jetzt auf jeden Fall auch meine Schuhe ausziehen, dann gehen wir es ab. Dann gehen wir noch ein bisschen was essen. Das Licht ist hier so schlimm. Naja. Und auf jeden Fall. Danach fahren wir nach Hause, aber ich melde mich auf jeden Fall vorher nochmal. Valera, was sind das für Socken? Valera. Was sind zu meinen Oberteilen? Was sind das für Socken? Das sieht so bunt aus, ne? Guck mal, wie den aussieht. So, wir haben jetzt noch ein paar Pommes gesnackt, sind jetzt hier noch was am
trinken. Genau, Piotr hat noch ein bisschen Reis gegessen. Wie fühlst du dich? Ich bin tot, aber es war besser, als ich gedacht habe. So, also. Wir haben jetzt noch was getrunken, eine Kleinigkeit gesnackt. Ich war noch in diesem Skiladen und habe mir ein paar Boards angeguckt. Und jetzt sind wir fertig, wir sitzen jetzt schon im Auto. Oh, jetzt fahren wir nach Hause. Ja, wir sind richtig müde. Ich habe meine Winterjacke, also meine Skijacke übrigens angelassen, weil es jetzt doch schon kalt draußen war. Und ja, ich hoffe, wir können genug von der GoPro einblenden. Ich hoffe, wir können genug generell einblenden. Und ihr habt ein paar Eindrücke bekommen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video sehr gerne einen Daumen nach oben. Kommentiert, was ihr am Lost Dixon fandet oder ob ihr auch Ski oder Snowboard fahrt. Zum Glück gibt es keine Aufnahme von mir, wie ich fliege, außer meine eigene. Ja, deine eigene Aufnahme. Das will ich sehen. Und abonniert gerne meinen Kanal, aktiviert auch gerne die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und bis dahin würde ich sagen... Tschüss. Ciao.